Guten Tag, jetzt hören Sie mich. Also vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Diesmal moderieren wir uns selbst an gewissermaßen. Stefan und ich sind doch recht tief in die ganze Organisation von der FabCon, was Ausstellerakquise angeht, aber auch insbesondere hier dieses Vortragsprogramm eingebunden gewesen. Dementsprechend könnte es Ihnen so erscheinen, als ob der Vortrag etwas unstrukturiert ist, weil wir nicht wirklich Zeit hatten, ihn mal davor zu sprechen. Aber ich denke, wir kriegen das schon ganz gut hin. Wir fangen einfach mal an. Was ist das Thema heute? Beziehungsweise erstmal nochmal zur Person. Ich stelle ihn vor, er stellt mich vor. Hier mein Mitgründer Dr. Stefan Weiß, Doktor der Chemie an der Uni Bayreuth, studiert. Und wir machen jetzt seit einem Jahr im Thema 3D-Druck, sind wir unterwegs und haben da verschiedene Produkte, die wir auch im Rahmen dieser Präsentation so ein bisschen vorstellen und auch die besonderen Schwierigkeiten bzw. Vorteile, Nachteile irgendwie abwägen. Einfach, dass man da so tiefere Einblicke bekommt, was sind die spezifischen Probleme von besonders großen Drucken oder besonders kleinen Drucken. Genau, sag du was zu mir. Ich glaube, zu Florian muss man nicht viel sagen. 3D-Druck-Legende. Hervorragender Partner. Wir ziehen gemeinsam viele Projekte hoch und ich glaube, das ist das, was uns ausmacht, ein Projekt nach dem anderen anzunehmen und durchzuziehen. Und entsprechend werden wir das auch hier vorstellen. Florian ist wahrscheinlich jedem gerade deswegen auch von irgendwo anders her bekannt. Vielen vielleicht von seinem Buch, vielen vom Delta Tower Drucker, viele von der FabCon etc. Und ich glaube, ihr werdet ihn auch in naher Zukunft noch bei vielen anderen Dingen wieder neu kennenlernen. Langsam. Also jetzt starten wir einfach mal rein und gucken, wo wir anfangen. Hast du... Genau. Wir beide sind Hypecask. Zu uns gehören noch ein paar mehr Leute, bei denen wir uns jetzt schon mal bedanken wollen, dass sie da sind und uns helfen. Wir kommen aus dem schönen Bayreuth, bekannt für sein hervorragendes Bier, Weltexportgut und für Wagner und die Festspiele dahinter. Jetzt fällt mir auch auf, was wir vergessen haben. Also in London und Paris waren wir auf der 3D Print Show, hatten auch Vorträge und haben erstmal einen Kasten Bier hingestellt. Wäre eher fässerweise, hätten wir es anrollen müssen, nächste Mal dann. Genau, also kommen aus Bayreuth, haben da eigentlich auch ganz gute Bedingungen. So Gründerszene ist gerade am Hochkommen. 3D-Druck entwickelt sich ja auch sehr in dieser Gründerszene. Wir haben dementsprechend auch auf der FabCon, nur für Ihre Information, es geht so ein bisschen unter, weil es sehr kleine Stände sind, hier im hinteren Hallenbereich 8 Startups, die sich präsentieren. Die werden später auch in einem Startup-Contest gegeneinander antreten. Da sind super interessante Sachen dabei, von Softwareentwicklung über Materialentwicklung. Ein neuer Drucker ist dabei von Cobot. Also wirklich alles bunt gemischt. Und genauso sind wir auch ein Startup, die ihre Projekte da jetzt durchziehen, zusammen mit einer Schweizer Firma. Ich denke, da steigen wir jetzt direkt ein mit dem Delta Tower. Ja, genau. Also wir haben drei Themenfelder, ganz kurz. Consulting, sowie die Beratung der Messe Erfurt, um eine geile Messe aufzustellen. Wir hoffen, dass sie gut ist. Alles, was wir an Research haben. Also es gibt einfach viele, im 3D-Druck ist selten was irgendwie genormt. Also die Kunden kaufen Drucker, spielen ein bisschen damit rum und was im Moment passiert ist, dass unglaublich viele Unternehmen, gerade aus der Industrie, dann wieder zurückkommen und sagen, ja, war ja ganz schön, was wir bisher gemacht haben, wir haben aber neue Ideen. Wir sind selber Materialspezialisten, wir haben die und die und die Anforderungen oder wir sind Ingenieure, würden gern das und das und das machen, könnte man nicht hier das größer machen oder das zumachen oder wie auch immer. Das sind genau diese Projekte, die auf uns zurückfallen, die wir natürlich nur zum Teil bearbeiten können, aber was auch den Reiz vom 3D-Druck ausmacht, dass es irgendwie keine Grenzen zu geben scheint. Wenn man heute noch dachte, wir können kein Material herstellen selbst, dann haben wir heute schon eine Maschine dastehen, die es doch kann. Oder man hat dann dadurch, dass wir diese Maschine jetzt entwickelt haben, haben Sie dann wiederum die Möglichkeit, einfach Materialien zusammenzumischen und Ihre eigene Expertise vielleicht einzubringen. Oder Sie sind vielleicht eher ein Künstler und sagen, was würde eigentlich passieren, wenn ich Duftstoffe in ein Filament einbringe? Oder was würde passieren, wenn ich irgendwelche Partikel außer Holz, irgendwas anderes, Gipsartiges damit reinmische? Kann man dann alles ausprobieren? Das ist so ein bisschen der Spirit, in dem wir unsere Forschung betreiben, also nicht so universitär zu verkopft, sondern eher spontan und mal über die Nacht, irgendwie auch in diesem FabLab-Kontext. Wer kennt FabLabs? Wem sagt der Begriff was? Mal Hand hoch. Ja, nicht viele. Also FabLabs sind offene Werkstätten in immer mehr Städten jetzt auch verfügbar. In Erfurt ist, glaube ich, keins, soweit ich weiß. In Leipzig ist wiederum eins. Die schießen gerade so ein bisschen wie Pilze aus dem Boden. Das Konzept ist einfach, man hat einen offenen Raum, ist als Verein organisiert, hat da 3D-Drucker stehen, man hat Laser stehen, man hat Plotter da stehen, man hat Lötkolben, man hat Leute, die sich da engagieren wollen. Die kommen alle zusammen, haben Ideen und dann versucht man, die einfach umzusetzen. Das kann sehr künstlerisch werden, da können auch Startups draus entstehen, das kann auch einfach
der Senior sein, der da vorbeikommt und einen ganz speziellen Tunneleingang für seine Modelleisenbahn braucht, das heißt, die ganze Bandbreite zu haben. Suchen Sie einfach im Internet, wo das nächste FabLab bei Ihnen in der Region ist und versuchen Sie sich da auch ein bisschen zu engagieren. Genau, der letzte Punkt, Development, da geht es um Produktentwicklung. Wir haben einmal mit der Schweizer Delta Tower GmbH den Delta Tower. Darauf fertigen wir unsere besonders großen Drucker an. Da wollen wir ein bisschen so die spezifischen Probleme darstellen, wie man die auch löst. Und auf der anderen Seite haben wir im Vertrieb unsere erste SLA-Maschine. Also SLA ist ja ein ganz anderes Verfahren. Die Drucker, die Sie hier hauptsächlich auf der Show sehen, sind ja FDM-Drucker. Das heißt, da wird ein Kunststoffdraht eingeschmolzen und dann in Schichten übereinander aufgetragen. Und bei der SLA-Maschine funktioniert es anders. Da haben wir noch einige Folien. Ich überhole mich selbst. Genau, also bei Ersiger machen wir hauptsächlich, bieten wir eine Plattform, um neue Materialien zu entwickeln mit guten Kooperationspartnern. So wie eigentlich alles bei uns. Nur dadurch funktioniert, dass wir exzellente Kooperationspartner haben, weil zu zweit hätten wir gar nicht so viel Zeit, um die ganzen coolen Sachen zu machen, die wir auch machen. Genau, da geht es dann oft tatsächlich um Material. Also im Moment ist irgendwie ein großes Thema, die Maschinen, die laufen. Es geht um Materialien und es geht um Software. Also gute Software, dass die Druckdaten möglichst ordentlich aufbereitet werden und gute Materialien. Im Fall von dem Ersiger ist die Anforderung einfach da. Jetzt zwei Sachen kann man vielleicht mal hervorheben, um da große Namen zu nennen. Biokompatible Materialien. Es geht wirklich darum, Drucke dann zu haben, die man in Körperkontakt bringen kann, zum Beispiel als Hörimplantat oder irgendwie im Mundraum. Da gibt es noch Probleme, es wird entwickelt. Oder Materialien, die ausschmelzbar sind. Ich überhole mich schon wieder. Mach ja, weiter, alles noch. Übernimm du mal. Genau, zum eigentlichen Thema. XL meets XS. Das ist ein wunderschönes Bild. Die ganzen Drucke, die da drauf sind, kann man dann auch bei uns am Stand sehen, der gleich hier gegenüber ist im Prinzip. Wir haben noch ein bisschen was anderes dabei. Das hier zeigt so ein bisschen vielleicht die praktischere Anwendung für ein Ingenieurbüro zum Beispiel. Wiegt auch einiges. Ist ein Teil von einem Turbinenrad, ist auch auf dem XL-Drucker gedruckt. Hier hauptsächlich der Durchmesser ausgenutzt und nicht die Höhe. Und dann haben wir noch was wir auch gerne durchgeben würden. Bitte etwas vorsichtiger behandeln. Das ist nicht sehr zerbrechlich. Also, ja, das Material an sich ist nicht zerbrechlich, aber so feine Strukturen, die da drauf sind, die sind zerbrechlich. Ganz kurz, was Sie da unter dem Hintern von diesem kleinen Kobold sehen, das sind Stützstrukturen, sodass er von der Bauplattform abgehoben ist. Die kann man dann am Ende entfernen. Und ich komme da nochmal später drauf, was es damit auf sich hat. Genau, hier ganz kurz auf dem Bild sieht man vielleicht, wir können von. In dem Fall 48 cm in der Höhe diesen großen Kopf drucken zum Beispiel. Dann gehen wir runter auf 15 cm, das ist dieser kleine rote Teufelskopf. Dann kann man noch kleiner gehen auf 7 cm und hat immer noch volle Details. Wenn man aber dann auf sowas wie 16 cm runter will, da sind wir bei einem ganz anderen Verfahren. Und so ein bisschen, darum geht es jetzt auch, wann verwende ich welches Verfahren und was sind die Tricks, die dahinter stecken? Was da oft passiert, dadurch, dass die Entwicklung so schnell ist in jedem Verfahren, also jeder Hersteller pusht ja sein eigenes Verfahren vorwärts und bringt es vorwärts, es verschwimmen die Grenzen unglaublich. Wenn man noch heute dachte, große Teile müssen auf irgendeiner pulverbasierten Maschine in einem kalten Verfahren laufen, dann merkt man auf einmal, oh, mit dem richtigen Material und der richtigen Maschine kann man auf einmal große Teile auch auf einer FDM-Maschine machen. Genauso merkt man auf einmal, hey, mit einer FDM-Maschine mit der richtigen Düse drin und den richtigen Einstellungen kann man unglaublich klein werden. Aber irgendwo gibt es da noch eine Grenze und dann schwimmt man ins nächste Verfahren rein, zum Beispiel in SLA-Druck. Da ist gerade in den letzten zwei Tagen eine große Meldung rausgekommen. Wer hat davon gehört, was Autodesk aktuell plant oder gemacht hat? Niemand? Also Autodesk, einen der größten 3D-Modeling, also Konstruktions- und Modeling-Software-Anbieter, die waren irgendwie wohl unzufrieden mit dem aktuellen Stand der 3D-Drucktechnik, haben gesagt, das ist ja alles schön, was ihr so macht, aber es geht uns nicht schnell genug. Wenn wir es viel Software verkaufen wollen, brauchen wir auch gute Drucker. Und die haben jetzt ein Design, werden sie Ende des Jahres vorstellen, von einem SLA-Drucker, der komplett Open Source ist, also der wird frei verfügbar sein, zumindest die Zeichnungen. Ich denke, was passieren wird, ist, dass ein Haufen große Hersteller, aus China sicher auch, kommen werden, diese Skizzen übernehmen werden, auf ihre Produktionsanlagen ummünzen werden und dann zu recht erschwinglichen Preisen auf einmal eine große Plattform anbieten können. Also dieser SLA-Druck wird dieses Jahr allein durch diese Entscheidung, die vorgestern, glaube ich, bekannt gegeben wurde, massive Fortschritte machen und dann auch für den Home-Consumer-Bereich greifbarer werden. Im Moment gibt es da noch Probleme, einfach, dass das Material ziemlich giftige Brühe ist. Also das darf man einfach nicht in Abguss gießen und die meisten Privatleute haben einfach nicht die Möglichkeiten zu Hause, das fachmännisch zu entsorgen. Und was so fehlt aus unserer Sicht, ist so das PLA des SLA-Drucks. Also das heißt, dieser Biokunststoff, den wir im FDM-Verfahren sehr gerne einsetzen, der fehlt im Grunde genommen für die SLA-Verfahren. Und genau da will Autodesk so ein bisschen Druck machen und gucken, dass es da vorwärts geht.
Vielleicht ganz kurz nochmal, also wir erklären gleich nochmal SLA und so weiter, einfach damit wir irgendwie eine Grundlage haben, von der wir sprechen. Ganz kurz nochmal zur Verdeutlichung, wie groß vielleicht diese Köpfe wirklich sind. Das sind zwei unserer Mitarbeiter, die das Ganze als Masken aufhaben. Ja, genau. Kurz noch ein Wort vielleicht zu den Modellen. Einfach, dass man da auch die Credits gibt, wo sie notwendig sind. Also hier die Modelle, die ihr gesehen habt, sind von einem sehr begabten skandinavischen Künstler. Das ist Ola Sundberg. Der veröffentlicht seine Modelle auf thingiverse.com. Sehr talentierter Designer. Also falls irgendjemand Bedarf hat, sich mal karikativ als Karikatur darstellen zu lassen, ist er vielleicht der richtige Ansprechpartner. Wir wollten ihn einladen zu FabCon, er hat es dieses Jahr leider nicht geschafft. Vielleicht beim nächsten Mal, dass wir auch so ein bisschen diese Inhaltsseite drin haben. Wie erzeugt man eigentlich 3D-Daten? Genau, was alle diese Verfahren oder alle diese Drucker gemeinsam haben, ist, was jeder 3D-Drucker im Prinzip macht, er druckt Schicht für Schicht 2D und stapelt das dann in die Höhe. So hier vielleicht mal dargestellt an einer schönen Birne. Das 3D-Modell da hinten zu sehen, wird sozusagen zerschnitten in Schichten. Ich gebe die Auflösung an, die ich haben will und stapel das dann wieder aufeinander. Wie das Stapeln funktioniert, das hängt dann auch vom Verfahren ab. Ich glaube, das kann Flo am besten erklären, der hat darüber ein Buch geschrieben. Genau, also insgesamt ist es halt tatsächlich so, wir reden eigentlich nicht von 3D-Druckern, was wir aktuell machen, sondern es sind eigentlich mehr 2,5D-Drucker. Also man erreicht die dritte Dimension erst durch ein Aufeinanderstapeln von Schichten. Und jetzt hier in dieser kleinen Skizze, die mein begabter Illustrator Stefan Weiß für mich angefertigt hat, die auch im Buch zu sehen ist, dann wird einfach dieses FDM-Verfahren, also dieses gängige Verfahren, was wir hier hauptsächlich sehen, mal dargestellt. Man hat meistens irgendein Druckbett, Drucktisch, wie man es auch nennen will. Man hat einen Filamentstrang, also einen Kunststoffstrang, entweder in 3 mm oder 1,75 mm, das sind so die gängigen Standards. Man hat irgendeine Art von Fördermechanismus, der meistens über so ein aufgerautes Rad dieses Filament sich da reinbeißt und es vorwärts schiebt. Man hat einen Druckkopf, der eigentlich nichts anderes ist wie eine Heißklebepistole, wo der Draht reinläuft, aufgeschmolzen wird. Und dann hat man noch eine Bewegungseinheit, die das in zwei Richtungen bewegen kann, X- und Y-Richtung. Das heißt, man kann schon mal zweidimensionale Bilder malen und durch das Absenken des Tisches oder durch das Anheben des Kopfes, je nachdem, wie der Drucker halt gebaut ist, oder teilweise wird auch der Drucktisch bewegt, da gibt es die abgefahrensten Varianten. Ich denke, Sie sehen fast alle Spielarten hier auf der Messe. Ist immer das gleiche Verfahren trotzdem. FDM wird dieser Kunststoffstrang aufgeschmolzen, zweidimensionale Bilder auf die Druckplatte gemalt. Dann senkt sich das Bett ab oder der Kopf hebt sich an und die nächste Schicht wird oben drauf gemalt. Und die Qualität hängt dann massiv davon ab, wie genau kann dieser Druckkopf dosieren, wie genau wird der bewegt und wie genau stellen Sie die nächste Schicht ein. Also gehen Sie 0,1 mm nach unten, 0,2 oder sogar noch weniger als 0,1 mm, da gibt es halt die verschiedenen Standards, sodass dann in Z-Richtung, also in die Aufbauhöhe, die Schichten im besten Fall komplett verschwimmen, sodass man sie gar nicht mehr sieht. Dann gibt es aber auch wieder Ansätze, wo man sagt, man will die Schichten sehen, man hat dann eine gewisse Haptik oder man ist ja auch einfach schneller. Wenn man Schichthöhe doppelt so hoch wählt, dann ist der Druck halb so lang. Da gibt es so Experten wie Joris, gerade eben saß er noch hier, nicht mehr hier, also auch einer der Vortragenden, der morgen auf der Bühne stehen wird. Joris ist ein Künstler aus Amsterdam und der ist seine große Spezialität, wirklich Schichten auch sichtbar zu machen und die eigene Ästhetik von dieser Optik dann zu kommunizieren. Was wir gesehen haben, vielleicht so ein kleiner Vorgriff auch auf diese XL versus XS Geschichte, bei einem großen Druck skaliert die Schichthöhe ganz anders von der Wahrnehmung als beim Kleindruck. Also bei einem großen Druck kann ich durchaus hergehen und mit 0,3, 0,4 mm Schichten drucken und einfach vom Angucken her stört einen das gar nicht mehr, weil einfach das Teil so groß ist, dass es irgendwie wieder passt. Also es geht um auch so Relationen. Vielleicht noch eine kurze Besonderheit des Verfahrens ist, ich muss hier wirklich einen Pfad abfahren. Also je komplexer die Geometrie ist, die ich baue, und je mehr kleine Strukturen, umso länger dauert das Ganze natürlich. Was natürlich nicht unbedingt, also wenn ich das Ganze im Volumen dann vergrößere, dann dauert es umso länger. Aber dazu kommen wir gleich nochmal, auch wie man es umgeht. Vielleicht ganz kurz. Genau, für die, die es noch nicht gesehen haben. Wir würden uns wünschen, dass es so schnell geht. Also was er hier aufbaut, ist ein Zentimeter, ein Turm, der ca. 58 cm groß ist. Und vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass es so schnell geht. Im Moment geht das leider noch nicht. Das ist also im Zeitraffer aufgenommen. Man sieht aber eigentlich relativ schön illustriert, was er da macht.
Genau, die Besonderheit jetzt an diesem Delta Tower, und das ermöglicht uns auch diese großen Druckhöhen. Es gibt sicher auch andere Konzepte, wie man groß drucken kann, aber oft hat man die Probleme, dass dann eigene Maschinenschwingungen entstehen, dass wenn man einfach immer eine lobigere, größere Maschine baut, dass man da auch nicht wirklich in der Druckqualität nach oben kommt. Unser Konzept ist, was auch nicht von uns erfunden ist, sondern gibt es ja immer, man baut ja auf das von anderen Sachen, also um auf die Keynote nochmal zu referenzieren von Joseph, wir bauen dann natürlich gewissermaßen auf alte Patente von ABB und anderen großen Firmen, die im Grunde genommen Delta-Kinematiken erfunden haben. Wir bauen da auf bestimmte Sachen, die in der RepRap-Community stattgefunden haben, wo Leute gesagt haben, was passiert eigentlich, wenn wir ein Delta-Prinzip, das Roboterprinzip mit FDM verbinden. Unser Ansatz ist dann einfach, dass wir gesagt haben mit den Schweizern zusammen, wir wollen anstatt irgendwelche billigen Lösungen, wollen wir möglichst präzise Laufwegen jetzt hier von der Firma Highwind zum Beispiel haben. Dadurch bringen wir halt die Qualität nach oben und können dann auch größer werden, ohne Qualitätsverluste hinzunehmen. Das Prinzip ist dann, dass wir eben nicht den Tisch absenken oder den Tisch bewegen, um eine Achse darzustellen, sondern den Druck immer unbewegt lassen und nur nach oben hin aufbauen. Also der Druckkopf muss möglichst leicht sein. Da wiederum bedienen wir uns zum Beispiel von einem Konzept, was die Firma Ultimaking aus Niederlanden das erste Mal pioniert hat, mit diesem Baudenschlauch. Also das heißt, nur der Druckkopf ist hier vorne und hier hinten ist die Fördereinheit. Das heißt, man hat einen 90 cm Schlauch zwischendrin, wo ein Filament reingepresst wird und trotzdem noch genau kontrolliert werden will. Das heißt, wenn ich hier hinten stoppe, dann will ich auch, dass hier vorne es stoppt. Das passiert aber nicht, weil das Material noch einen Druck hat und dann fließt doch noch was raus. Das heißt, ich muss hier hinten zurückziehen. Das sind genau diese Parameter, die man optimieren muss, aber irgendeinen Tod muss man ja sterben. Und das ist halt unser Tod, dass wir hier sehr genau arbeiten müssen, um zu ermöglichen, dass der Druckkopf schön leicht bleibt und der Druck unbewegt bleiben kann. Der ganze Vorteil multipliziert sich dann, wenn man einen zweiten Druckkopf dazu baut, um vielleicht mehrfarbig zu drucken oder mit einem anderen Material, weil dann hat man ja nicht zweimal diesen schweren Extrudermechanismus, sondern man hat den weiterhin auch außen und immer schön die leichten Hotends vorne. Also Drucker, die das anders machen, wo der Extrudermotor, also der Fördermotor, mit auf dem Druckkopf drauf sitzt, die haben dann natürlich ein Problem. Beim zweiten Druckkopf, dritten, vierten und so weiter wird das irgendwann ein Riesenapparat. Dementsprechend denken wir, dass es ein ganz gutes Konzept ist, wird auch oft imitiert oder genutzt, muss man sagen, klar, und funktioniert auch besser, als man gedacht hatte. Vielleicht auch ganz kurz, wer auch immer das Rad hat, das wiegt ja schon, keine Ahnung, vielleicht 800 Gramm oder so? Nee, ich glaube mehr, ich glaube es sind fast 1,6 Kilo irgendwas. Ja. Und wenn ich bedenke, dass ich das auf einem mobilen Druckbett habe und das immer weiter absenke, gerade in der Größe, dann kommen natürlich ganz andere Effekte rein. Insofern haben wir beschlossen, einfach den Druck unten stabil zu lassen und die Masse, die wir bewegen, immer gleich. Genau, wenn man sich das mal so ein bisschen durchdenkt, also muss ich das auf der Zunge zergehen lassen, wenn ich einen Würfel habe, dann sind meine Probleme so groß. Wenn ich den gleichmäßig aber verdopple, also sowohl in der Höhe als auch in der Breite und in der Länge, dann sind meine Probleme nicht doppelt so groß, sondern die skalieren hoch 3. Also wenn ich jetzt in meinem Programm habe, mein Modell von einer kleinen Größe oder von 1 cm auf 2 cm vergrößert, dann geht das Volumen natürlich unendlich mit in die Größe. Das ist so ein Effekt, da kann man jetzt lange drüber reden. Man muss das wirklich selber mal gefühlt haben. Also man braucht einen 3D-Drucker vor sich, man muss was Kleines drucken. Wenn es jetzt ganz, ganz schnell gehen muss, irgendwie abends noch eine Party, man hat kein Geschenk und sagt, ah, als Gastgeschenk, ich nehme jetzt eine kleine Vase. Dann skaliert man die Kleinen irgendwie, sagt so, ah ja, 1,5 Stunden, das müsste passen, dann gehe ich nochmal duschen und dann gehe ich auf die Party. Jetzt denkt man so, so klein bringt der aber nichts, muss ja groß sein. Mal groß, dann ist man nicht irgendwie, wenn ich die doppelt so hoch mache oder irgendwie weiter, bin ich nicht irgendwie bei der doppelten Zeit oder so, sondern ich bin halt direkt immer hoch 3. Also dann kann ich erst am nächsten Tag auf die Party gehen. Also das sind halt genau diese Effekte, die muss man einfach mal gespürt haben. Und das Interessante ist, es unterscheidet sich teilweise von den Verfahren. Also beim FDM-Verfahren oder man kann allgemeiner sagen, bei allen Verfahren, die werkzeugpfadabhängig sind, also wo wirklich dieses Bild abgefahren werden muss, ist es so. Und bei Verfahren, wo das anders gelöst wird, und da kommen wir gleich drauf, ist es halt anders. Da hat man sozusagen, macht es dem Drucker nichts aus, ob er einen Teil druckt oder ob er alle, also die ganze Bauplattform voll mit Teilen druckt. Das sind so Sachen, die dann auch wieder für Unternehmer interessant sind, sicher einige unter Ihnen. Das ist einfach wichtig, die Verfahren bis in die Tiefe zu verstehen, weil sonst würde man meinen, ah ja, jetzt kaufe ich einfach einen anderen Drucker, anderes Verfahren, skaliert aber auf einmal komplett anders. Von den Arten und Weisen, wie viele Teile man dann wirklich rausbekommt und wie die Implikationen sind. Gibt es Sinn, einen Druckauftrag mit nur einem Teil zu starten oder gibt es Sinn, immer zu warten, bis so viele Druckaufträge da sind, dass man einen Vorgang komplett startet? Das ist also wirklich stark verfahrensabhängig. Genau, ganz kurz, also die hohe Präzision ist, also es ist ja die Kunst, irgendwas riesig groß zu bauen und dabei
immer noch jedes kleine Detail abbilden zu können. Das funktioniert, also das ist im Prinzip kein Trick oder sonst was, das funktioniert einfach nur durch eine Materialschlacht, indem wir da einfach auf die besten Komponenten zurückgegriffen haben. Da haben wir einen ganz guten Partner in der Schweiz, er liebt es, viel Aluminium zu verbauen. Er hat einen guten Partner, der fürs Schweizer Nationalteam, die Bob-Nationalteam, die Teile baut. Also das sind ziemliche Freaks an dem Produkt. Es ist teuer, aber es lässt sich nicht viel dran verdienen, weil, wie gesagt, Materialschlacht, es wird viel investiert. Wir haben dann aber halt wirklich den Effekt, dass wir kleine Strukturen sehr schön abbilden können und die könnten wir theoretisch über das ganze Bauvolumen machen. Wir haben das bisher tatsächlich, glaube ich, noch nie gemacht, dass wir wirklich mal so in dieser Schichtstärke... Also das Interessante ist, dass alle Modelle auf dem Bild sind in der gleichen Schichtstärke produziert. Nur der hier liegt im Fokus meiner Kamera, die hat leider eine sehr kleine Brennweite. Die kann man sich aber alle bei uns am Stand anschauen und alle sind mit 100 Mikrometer produziert. Okay. Und man sieht schon, also man sieht... Das auch bei dem Großen bräuchte man es wahrscheinlich gar nicht, die 100 Mikrometer, aber darauf kommen wir auch gleich nochmal. Genau, also es fehlt dann auch wieder an Content. Es ist wieder die Frage, woher kommen eigentlich meine Modelle her, wenn ich so einen Drucker habe und vielleicht irgendwie kreative, künstlerische Sachen mache. Wer hat eigentlich das Talent oder überhaupt die Fähigkeiten, so genau zu modellieren? Das sind tatsächlich nicht viele Leute. Da ist noch ein massiver Bedarf, dass man einfach sich mehr reinfuchst, mehr Zeit investiert. Das ist eigentlich genauso, wie wenn ich heute sagen würde, ich will zeichnen lernen, dann muss ich mich halt hinhocken und anfangen zu zeichnen. Vielleicht brauche ich ein bisschen Talent, kann schon sein, aber wenn ich viel übe, dann komme ich auch zu was. Und genauso ist es bei technischer CAD-Modellierung oder halt auch eher künstlerischen Modellierungsansätzen. Also ich kann Ihnen das nur empfehlen, es gibt einen Haufen kostenlose Software. Sie können auch gerne mal durchs Buch blättern, da ist eine Seite, fotografieren Sie gerne ab, da steht alles drauf mit den Softwarelösungen. Einfach, dass Sie einen Überblick haben, was ist kostenlos, was ist kostenpflichtig und einfach mal was anfangen. Es gibt halt diese verschiedenen Ausprägungen, da muss jeder das finden, was er dann eigentlich auch machen will. Genau, man könnte sich fragen, ist es denn nötig, so eine Riesenfigur in der Auflösung zu produzieren? Gibt es da nicht vielleicht was ein bisschen schneller ist? Weil entsprechend, man muss dazu sagen, diese Riesenfiguren haben auch 60 Stunden gedruckt und sie sind einwandig. Ja, man kann es schneller machen, aber anstatt, dass ich die Geschwindigkeit hochstelle und damit vielleicht in Materialschwierigkeiten oder in Auflösungsschwierigkeiten komme, kann ich im Prinzip einfach mehr Material auf einmal raushauen. Und da greifen wir hier auf eine Idee auch von Joris. Ja, Joris und Roman Jurt aus dem Fab Lab Zürich, glaube ich. Also die Idee ist letztes Jahr auf der FabCon aufgekommen, zu sagen, warum machen wir nicht einfach mehr Löcher in der Düse rein? Ich glaube, Joris ist er unter uns? Ich glaube, immer noch nicht. Ne? Er wird morgen eine Keynote geben zu dem 3D-Kanalhaus, nur als Info für Sie. Also morgen gibt es einen Vortrag zu diesem 3D-gedruckten Haus, wo eine ganze Hausfassade in Amsterdam gerade gedruckt wird. Da ist er und seine Frau einer der führenden Köpfe dahinter. Und seine Idee war so, komm, lass einfach mehr Löcher reinmachen. Hat es dann mal per Hand schon vorgebohrt. Qualität war so ein bisschen mittelmäßig. Roman Jurt aus dem FabLab Zürich hat es dann auch nochmal gemacht, hatte sehr schöne Hocker auf dem Delta Tower gebaut, den er von uns hatte. Und unser Fabian Mannhardt, der Schweizer, der hat dann wieder Materialschlacht, hat die Mikrobohrer hergenommen und hat dann eine sehr schöne Düse jetzt auch rausgehauen, womit man ganz neue Sachen machen kann. Also wirklich, ich weiß nicht, wir haben es selber noch nicht bis zum Exzess ausprobiert, aber wahrscheinlich so bis zu 2 cm breite Extrusionen. Normalerweise macht man 0,4 mm breite Spuren, dann hat man 2 mm breite, dementsprechend reduziert sich die Druckzeit natürlich auch. Und man hat möglicherweise sogar Vorteile bei der Beständigkeit, wie das Material miteinander verschmolzen ist. Genau, also das Einzige, was linear skaliert, ist wirklich die Größe meiner Schichten. Also 0,1 mm Schichten brauchen dreimal so lang wie 0,3 mm Schichten. Wenn ich die Auflösung nicht brauche, sondern eher Stabilität oder so wie für das Turbinenrad, dann haue ich da einfach so viel Material wie möglich raus. Und das ist so das Interessante, weil die Leute fragen immer, ja, welche Auflösung kann euer Drucker? Und ich denke mir, ihr schaut euch gerade einen Drucker an, der irgendwie einen Meter hochdrucken kann und ihr fragt, kann der auch 0,05 mm? Ja, kann er, aber werdet ihr nie verwenden wollen, weil ihr braucht keine 5-Tage-Drucke oder so. Also das ist halt genau dieses Verständnis. Also da kann ich Ihnen auch nur empfehlen, ich denke, es werden ja einige unter Ihnen sein, die gerade eine Kaufentscheidung vor sich herschieben. Das muss überhaupt nicht der Delta Tower sein. Ich denke, der ist tatsächlich nur für professionelle Nutzer, einfach wegen dem hohen Preispunkt auch gedacht. Aber auch bei allen anderen kleinen Geräten, da fängt ja, also unter 1.000 Euro gibt es ja jetzt schon die ersten. Gucken Sie nicht aufs Datenblatt, gucken Sie einfach auf die Testdrucke, gucken Sie sich genau an, gucken Sie, ob die Drucker drucken am Strand. Wenn sie drucken, ist gut, wenn nicht, dann gibt es Problemchen. Und einfach Detailblick auf die Druckergebnisse, weil die Datenblätter bringen Ihnen nicht viel. Also wenn da draufsteht, theoretische Auflösung so und so und so, das bringt Ihnen ja nichts. Sie wollen es ja in der Praxis dann auch sehen. Also da einfach nochmal so ein bisschen die Aufforderung. Dann noch ein zweiter Punkt, wo man darauf achten sollte aus meiner Sicht, ist einfach die Materialgeschichte. Ist es irgendein hochgesichertes System, wo irgendwelche Chips schon dranhängen, wo ich dann genau immer dieses Filament nutzen muss? Oder ist es halt ein offenes System? Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
klar ist, dass das eine natürlich in den Folgekosten, in den Betriebskosten dann wesentlich höher liegt. Vielleicht noch ganz kurz, weil ich es gerade sehe. Es wird sicherlich auf Software-Seite auch kommen, dass man dynamisches Slicing hat. Also dass ich sage, die Sachen, die keine Details haben, werden einfach mit 0,3 mm Schichten gedruckt. Die Sachen, wo Details sind, die werden einfach eben entsprechend feiner gedruckt. Und damit skaliert das dann auch endlich so, wie es soll. Also dass ich irgendwas habe, was 80 cm hoch ist und da oben ist ein kleiner Schriftzug. Dann habe ich die Wahl, drucke ich es ewig lang, weil ich oben den Schriftzug leserlich haben will. Oder drucke ich es einfach unten schnell und oben langsam? Genau, also ich glaube, es führt schon recht weit für den Großteil vom Publikum. Wer von Ihnen weiß, was Slicing ist? Okay, es sind einige. Also Slicing ist genau dieser Vorgang, die Zerlegung von einem 3D-Modell in diese 2D-Schichtdaten, in den Maschinencode. Wer von Ihnen hat wirklich selber schon mal gesliced? Also wer bedient so Software? Es sind dann noch ein paar weniger. Die leidvollen Blicke von unseren Hamburger Freunden. Hallo. In den Bücherhallen Hamburg steht auch ein Delta Tower, haben wir letztens eine große Präsentation gemacht. Und ja, also es ist einfach, es ist nicht trivial. Man muss ganz klar sagen, es sind viele Parameter, man muss sich schon mit beschäftigen. Und was Stefan gerade angesprochen hat, ist genau diese Sachen, dass die Software einfach noch nicht gut genug ist. Sie ist einfach nicht gut genug, sie ist nicht clever genug. Wie er gesagt hat, man hat irgendwie eine große Büste, oben ist ein kleiner Schriftzug oder irgendwie so ein Gravur drin, irgendein Detail, was man gerne abbilden will. Da stellt sich genau die Frage, warte ich 60 Stunden, bis ich in ganz kleinen Schichten da oben angekommen bin? Oder mache ich es ganz schnell und habe oben die Details nicht drin. Und da fordern wir oder wünschen uns natürlich, dass die Software cleverer wird, dass sie einfach kennen, da oben sind Details, unten nicht. Und das dann hochdynamisch, am besten selbstständig eigentlich auch regelt. Und das kommt alles. Wir haben David Brahm von Ultimaking. Morgen oder am Samstag, müssen Sie in die Agenda mal reingucken, von Ultimaking, David Brahm hier, das ist der Chefentwickler von Cura, einem der meistgenutzten Slicing-Softwares, das Hauptprodukt von Ultimaking im Grunde genommen, aber auch verfügbar für ganz viele andere Drucker. Und der wird da sicher ein paar Ausblicke geben, wohin die Reise geht, weil die Jungs haben es auch wirklich verstanden, dass Usability wichtig ist, dass der Nutzer letzten Endes nicht immer ein Riesenexperte sein muss. Gleichzeitig wollen sie aber auch den Profinutzern den vollen Einfluss drauf lassen. Und genau diese Entwicklung, denke ich, wird er da morgen auch ein bisschen darlegen oder übermorgen. Genau, wenn man so einen riesigen Drucker hat und der Bauraum ist offen, dann sollte man vielleicht irgendwas nehmen, was wenig Verzug hat, denn je größer ich das skaliere, umso mehr nimmt der Verzug natürlich Einfluss auf meine Maßhaltigkeit. Und da kommt es eben darauf an, dass ich das richtige Material verdrucke. Ich habe jetzt hier mal zwei Stück rausgegriffen, die sich extrem gut drucken lassen, weil sie eben keinen Verzug haben und auch keine besonders großen anderen Bedingungen brauchen. Das ist einmal PLA und das andere ist PETG, also auch bekannt unter ColorFab XT von der Firma ColorFab. Genau, ich hebe das jetzt hier hervor, weil es wirklich ein hervorragendes Material ist. Also. Genau, also der Aussteller ist tatsächlich auch da, ColorFab aus den Niederlanden. Das ist eine Firma, die wirklich diesen Zeitgeist erkannt hat, gemerkt hat, es gibt einen Bedarf für qualitativ sehr hochwertiges Filament. Sind da letztes Jahr zum ersten Mal, haben sich vorgestellt auf der FabCon, dieses Jahr sind sie wieder da, haben unglaubliche Materialentwicklung mitgebracht. Kommen wir da später noch auf Materialien nochmal? Kommen wir nicht, aber es gibt auf jeden Fall Material mit Bronzefüllung, das man polieren kann und also Material aus Holz und so weiter. Sobald man es poliert, hat man eine bronzeartige Oberfläche im FDM-Verfahren. Hätte vorgestern noch niemand geglaubt, heute ist es hier. Gucken Sie es einfach mal an. Es gibt auch ein Filament mit einer Bambusbeimischung. Beim Drucken soll es angeblich nach Popcorn riechen. Was es alles gibt. Genau, vielleicht ganz kurz zu PETG. Warum hebe ich es hervor? Weil die Leute immer fragen, kann man damit auch ABS drucken? Und ABS ist extrem schwer zu drucken. Es wird aber gern verwendet, weil es einfach mehr, weil es stabiler ist, weil es mehr Temperatur aushält. Auch weil die Leute kennen es aus dem Spritzguss etc. Leute, die Filamente haben sich weiterentwickelt. Es gibt Alternativen zu ABS. Es gibt Alternativen, die man drucken kann, ohne dass der Verzug einen dabei das komplette Ding von der Bauplattform sprengt, ohne dass ich ewig Herdplatten anhaben muss, um irgendwas zu beheizen. PET ist das. Wir haben hier einen Kunden, der das Ganze als Schützer für sein Kickboard verwendet. Funktioniert hervorragend, es hat sogar fast bessere Eigenschaften als ABS. Kurz zu PET, also nicht jeder ist ja Chemiker, das ist genau das Material, aus dem Ihre Cola oder Fanta Trinkflaschen gemacht ist. Also da ist dann auch wieder die Idee, man hat es recht reichhaltig, auch in anderen Ländern, wo große Mülldeponien unter offenem Himmel liegen. Die Idee ist dann schon irgendwann auch, das zum Beispiel schreddern zu können und dann recyceln zu können und neue Sachen draus zu machen. Also deswegen bietet es sich vielleicht auch an. Also wir persönlich halten von ABS nichts. Es ist wieder genau diese Diskussion wie mit den theoretischen Auflösungen, wo Sie einfach genau bei den Druckerherstellern gucken müssen, was bieten die alles an. Viele schreiben einfach alle Materialien drauf. Im Grunde genommen kann auch jeder FDM-Drucker alle Thermoplasten drucken. Aber Sie müssen dann genau gucken, aus was für Materialien sind wirklich die Testdrucke gemacht, weil das sind dann wohl die Materialien, die besonders gut laufen. Und da muss man einfach wirklich pro Drucker gucken, wie die Eigenschaften gestrickt sind.
Man muss zugeben, man kann bis zu einer gewissen Größe durchaus ABS mit einem Heizbett drucken. Aber wenn wir jetzt hier über XL reden, dann ist das keine Alternative mehr. Man muss dann auch noch über den Heimgebrauch diskutieren und sagen, ist es gut, wenn ich das in einem geschlossenen Raum irgendwie drucke. Bei mir ist es so, wenn ich neben einem ABS-Drucker stehe, kriege ich sofort Kopfschmerzen. Das ist bei manchen Menschen so. Da gibt es Studien drüber. Es ist sicher nicht so verträglich wie PLA. Das kann man, denke ich, sagen. Ja, 10-mal so schädlich, sagen wir es mal so. Ja. Genau, wenn man da irgendwie 50 Stunden lang druckt, sollte man vielleicht dafür sorgen, dass einem die Düse nicht verstopft. Ganz kurzer Tipp von uns, hängt euch einen kleinen Schwamm unten an den Extruder, dann kommen auch keine Partikel mit rein, weil das ist eigentlich das Schlimmste, wenn man wirklich so lange einen Druckauftrag hat und sieht ultra genial aus bis dahin und auf einmal kommt kein Filament mehr raus, weil die Düse verstopft ist. Oder das Filament bricht ab, weil das Filament relativ brüchig ist, hier so ein Holzverbundstoff. Ja, dann kommt man zurück und freut sich auf sein Fass, ist es halt nicht geworden. Es funktioniert aber trotzdem mit dem gleichen Drucker. Wie macht man das? Man verwendet Rollen. Oder hier Angelbedarf in dem Fall, wenn das Ganze nicht vorgespult kommt. Es gibt Leute, die haben es geschafft, das Ganze auf Rollen auch in Holz sozusagen auszuliefern. Und Es sind wirklich genau diese Summe dieser vielen kleinen Tipps. Wenn man die alleine hält, kommt man zu großen Drucken. Wenn man einen davon nur... Das ist so ein schlechter Gegensatz. Also wenn ich alle Parameter in der Software und bei der Maschine und bei der Behandlung des Materials alle einhalten, dann komme ich zum perfekten Druck. Wenn nur einer schief geht, habe ich schon ein Problem. Und genau das sind halt diese Summe der Dinge, dass man wirklich gucken muss, dass das Filament sauber reingeht. Sie werden verwundert sein, wie viele Leute haben hier einen 3D-Drucker? Ja, das ist eine Zahl, die ist definitiv höher als letztes Jahr. Sehr schön. Macht das mal, nehmt euch ein Stück Küchenschwamm, schneidet den ab, also sauberer Küchenschwamm, Kabelbinder rum, festziehen. Guckt da mal nach einem langen Druckauftrag einfach in den Schwamm rein, was da an Staub und anderen Partikeln drin hängt. Das ist wirklich beeindruckend, je nachdem, wie dreckig eure Wohnung oder Umgebung ist oder ob ihr zum Beispiel Katzen rumlaufen habt. Ich weiß noch, kleine Anekdote, als ich 2011 meinen ersten Ultimaker hatte und beim ersten 3D-Drucker, das war der Ultimaker, hatte, da war ich viel in Kontakt mit Eric de Bruin, der Mitgründer von Ultimaking. Und der hat dann mir irgendwelche Filamentproben geschickt und dann habe ich meine Vase gedruckt und gucke so an die Vase und denke so, die ist irgendwie nicht dicht, tropft da unten das Wasser raus und aus der Wand auch und gucke ich genau hin und sehe überall Katzenhaare drin. Also damals haben die noch Filament auf sehr großen Rollen gekauft und haben das dann in der Wohnung, in der Privatwohnung umgespult, so richtig Startup-mäßig. Und da rennt diese kleine Katze rum, überall waren Katzenhaare am Filament entlang, die sind durch die Düse mit durchgekommen, aber haben überall für so Löcher gesorgt. Also es ist tatsächlich wichtig, einfach zu gucken, dass dieses System möglichst rund und geschlossen ist. Worauf man noch achten sollte, ist natürlich, dass man entsprechend stabile Stützstrukturen hat. Also wenn ich mir das Modell anschaue, einiges davon müsste ja schichtweise sozusagen in der Luft ausgehärtet werden, damit es einfach so, wie ich es hier links in dem Bild habe, rauskommt. Das funktioniert beim FDM-Verfahren natürlich nicht. Entsprechend muss ich das irgendwie stützen. Und hier rechts sehen wir ganz, ja, zumindest Strukturen, die funktioniert haben in dem Fall. Je größer ich werde, umso mehr, das muss ich natürlich einberechnen, je größer ich werde, umso mehr Stützmaterial muss ich auch mit einbauen, um irgendwie komplexere Drucke zu machen. Und Stützmaterial sollte an sich ein bisschen fragiler sein, damit man es leicht ablösen kann. Ja gut, wenn ich das irgendwie 50 cm hochdruck und es ist absichtlich fragiler, dann könnte ich in Probleme kommen. Aber das ist hauptsächlich softwareseitig so und das ist jetzt immer besser gelöst. Also das ist nicht mehr wirklich das Problem. Aber hier sollte man vielleicht darauf achten, dass man, also bevor man den Druckauftrag startet. Also für alle, die jetzt nicht so knietief drinstecken wie wir oder hier manche, der 3D-Drucker benutzt hat, das ist jetzt Same Material Support, also Support-Material, also unterstützendes Material aus dem gleichen Material. Das heißt, der gleiche Druckkopf setzt einfach so etwas fragiler gedruckte Strukturen, um dann sowas wie den Arm hier zu unterstützen. Also das heißt, wenn er hier drucken würde, würde er einfach in die Luft drucken, dann würde es runterfallen. Das heißt, man baut sich hier kleine Stützen auf. Das sieht dann im Druckergebnis erstmal ziemlich schäbig aus. Aber die Strukturen kann man leicht abbrechen mit einer Zange oder auch mit dem Finger so ein bisschen runterrubbeln. Was da für bessere Lösungen noch kommen, da kommen wir, denke ich, gleich nochmal zu. Ja, bei Tobias. Ja, wir kommen auf Supportmaterial gleich nochmal zu sprechen. Also neben dieser Idee, mit dem gleichen Material zu drucken, gibt es natürlich noch Alternativen. Ist nicht drin? Okay, also dann kurz noch ein Wort zu Tubers. Die stehen auch entweder jetzt schon oder ab morgen dann hinten im Startup-Bereich. Sind zwei Norddeutsche, die ein super Filament auf einmal auf den Markt gebracht haben. Wir kannten sie nicht. Könnt euch die Testdrucke gerne mal bei uns auch angucken. Es ist ein biobasiertes Filament aus Lignin. Es ist ein Biopolymer mit Lignin beigemischt. Lignin ist das, was eine Pflanzenzelle zu Holz macht, also eine gewisse Stabilität beibringt. Und sie bestehen darauf, dass es 100% umweltbewusst ist.
Also sie schreiben sich nicht nur Bio drauf, sondern sie leben das Ganze auch. Genau, also was sie damit indirekt kritisieren, ist so ein bisschen das PLA. Also PLA denkt ja jeder, wow, super Bio, kann ich auf den Komposthaufen werfen. Das ist durch ganz viele Faktoren eigentlich nicht der Fall. Also die Kompostwerke schreien jetzt schon und sagen, wir können das nicht kompostieren, wir brauchen da Spezialanlagen für. Das kann einerseits dadurch kommen, dass da Additive drin sind, also die Farben nicht biokompatibel sind. Firmen wie Colorfab, die achten da drauf zum Beispiel, aber es gibt natürlich auch einen Haufen Leute, die dann ziemlich viel Mist reinmachen, also normale Masterbatcher aus dem ABS-Bereich zum Beispiel, weil es einfach günstiger ist. Und dann ist es noch so, dass man PLA einfach auch synthetisch herstellen kann. Kommt es dann aus Öl raus? Oder? Ja, also man kann PLA synthetisch herstellen, und es könnte sein, dass auch viele dieser China-PLA-Sorten einfach auf Öl basiert sind. Also man denkt, man macht was Gutes, macht da Biodrucke und es ist halt einfach nicht der Fall. Also da muss man schon sehr genau seinen Lieferanten kennen. Das Problem an dem ganzen Markt ist einfach, dass die Datenblätter ganz oft fehlen. Die Firmen sagen nicht, was sie da extrudieren. Das wäre in keiner anderen Branche denkbar, dass man die Datenblätter zum Material nicht dazu bekommt. Aber weil wir noch so am Anfang sind, ist es einfach so. Und jeder denkt so, er kann so ein bisschen Geheimniskrämerei betreiben. Also wir als Hersteller, die recht große Mengen von Filament umsetzen, pressen da unsere Lieferanten schon ziemlich, weil wir wollen die Datenblätter sehen. Wir wollen die nicht für uns, wir wollen die für die Kunden. Die wollen wissen, wie belastbar ist das Material, was ist da drin, ist es Bio, ist es nicht Bio. Also das ist so ein bisschen die Reise, wo wir hingehen. Tubers als junges Startup irgendwie, die haben Datenblätter online, also das ist ganz interessant. Also das Interessante an deren Material ist, dass es aus einem Abfallstoff, der bei der Papierproduktion aus Holz gewonnen wird, gebaut wird. Also es kommt nicht aus nachwachsenden Rohstoffen, es kommt aus nachwachsenden Rohstoffen, aber es wird kein Futtermeister dafür verwendet etc. Also sie sind wirklich so ökologisch wie möglich. Aber das eigentlich Geile an dem Material ist, dass es super geil druckt und super gut ausschaut. Es ist absolut matt. Ich habe leider das Bild wieder rausgenommen, weil ich kein zweites Bild dazu hatte, mit dem es einfach später am Stand vorbei. Die stehen auf der linken Seite, so weiße Drucke, sehen fast nach SLA-Qualität aus. Also wie aus einem anderen Druckverfahren. Super flache Oberflächen, super Kontraste. Haben wir so noch nicht gesehen, ist auch ganz neu für uns. Wir sind da stark von begeistert. Warum wir jetzt drauf zu sprechen gekommen sind, um mal wieder drauf zurückzukommen, darf man gar nicht erzählen, ne? Also wie auch immer, es könnte sein, dass bestimmte neue Player im Markt sich um Stützmaterial kümmern, was wasserlöslich ist. Das heißt, die Idee ist, man hat zwei Druckköpfe und aus dem zweiten Druckkopf kommt dann nicht unbedingt die zweite Farbe raus, sondern es werden Materialien extrudiert, die man dann aufbaut. Also das heißt, der Druck wäre zum Beispiel rot und dann hätte man vielleicht so naturfarbenes Material hier unten drunter, schmeißt es danach in Wasserbad oder vielleicht mit einer Zitrussäure irgendwie dazu. Und dann löst sich das auf und man hat halt wirklich perfekten Druck und hat diese Geometriefreiheit, die man in anderen Verfahren, von dem man in anderen Verfahren mehr profitiert. Beim FDM ist es immer so ein bisschen ein Problem. Sobald man einen Überhang hat, überlegt man sich, lege ich das irgendwie anders hin oder zerteile ich das Modell oder muss ich diesen hässlichen Support hier verwenden. Unser Problem als Hersteller ist und auch für Sie als Nutzer, dass man halt im Moment kein gutes Material hat, was wasserlöslich ist und was frei und zu einem ordentlichen Preis angeboten wird. Das wird aus unserer Sicht, also wir vertrauen da unseren Partnern, das wird sicher bald kommen und das wird dann wieder FDM nochmal aufwerten. Also da kommen ein Haufen Materialien, die so schon gut sind, plus dann ein Material, was eine ordentliche Stützstruktur abbilden kann, bringt dann die ganze Geometriefreiheit auch noch in den FDM-Bereich, in den Low-Cost-FDM-Bereich. Genau. Kommen wir zu den ganz kleinen Sachen, denn hier sieht man auch kaum mehr Schichten. Die Schichten, die man hier wählen kann, gehen dann schon runter bis zu 0,01 Mikrometer, Millimeter, ja. Also 10 Mikrometer. Man hat sogar in der Software die Möglichkeit, bis auf 1 Mikrometer runter zu gehen. Also man kann wirklich aus 1 Mikrometer Schichten den Druck aufbauen, dass dann selbst so ein kleines Teil, irgendwie, was hier, ich glaube, 16 Millimeter hoch ist, irgendwie 3 Tage dauert. Das ist dann halt so. Aber wenn man es unbedingt braucht, kann man das theoretisch auch machen. Gucken wir uns das Verfahren mal ein bisschen genauer an. Genau, also klassisch, das ist SLA, also mit einem laserbasiertes Verfahren. Vielleicht willst du das kurz darstellen? Ja, kann ich machen. Also wir haben anstatt einen festen Kunststoff, haben wir hier ein Polymer-Resin, also eine Flüssigkeit. Da gibt es verschiedene Materialklassen, Typen, Acrylate und so weiter. Das schwimmt da drin rum, das ist diese giftige Brühe. Also im unausgehärteten Zustand ist es tatsächlich eine giftige Brühe, die auf gar keinen Fall ins Abwasser darf. Und genau das sehen wir kommen. Überall sehr günstige Anbieter, die das nicht mitkommunizieren. Das ist also Umweltverschmutzung allererster Güte. Man muss mal wirklich aufpassen. Also da hat jeder seine Verantwortung zu tragen. Man kann das nicht einfach wegwaschen. Dieses Material kommt rein. Dann hat man auch wieder eine Bauplattform. Die fährt man ganz nach oben in dem Fall, in dem Aufbau. Und dann hat man einen Laser, einen UV-Laser und eine Spiegeloptik. Also diese Spiegeloptik übernimmt die X- und Y-Achse wieder. Also man kann dadurch ein zweidimensionales Bild abmalen mit einem Laser. Die Z-Achse, also die Höheneinstellung, hat man wieder über die Bauplattform. Dann wird über diesen Laser
dieses Resin auf die Platte drauf verhärtet. Es wird belichtet durch das UV-Licht. An den Stellen, wo das UV-Licht auftritt, wird das Material hart und dann ist es auch nicht mehr so giftig. Also wenn man es dann gewaschen hat, also in ausgehärteten Zustand passt es schon, dann ist es im Grunde genommen Restmüll, also Hausmüll, Restmüll. Diese Plattform fährt dann schichtweise auch wieder nach unten und die nächsten Schichten werden oben drauf gemacht. Da kann man ziemlich viel Software-Tricks machen, dass so Schichten noch ineinander reinschmelzen und genau dadurch kommt auch diese hohe Qualität in der Z-Richtung, dass man die Schichten eigentlich kaum noch sieht. Wenn da die Firma dahinter weiß, was sie tut, dann kommen da ganz gute Ergebnisse bei raus. Gleichzeitig gibt es noch ein Verfahren, also ein wichtiges Teil, der Beschichter, der muss im Grunde genommen immer wieder die letzte Druckschicht wieder benetzen, also wieder mit Material versorgen, weil das passiert sonst zu langsam oder nicht gleichmäßig genug. Das heißt, hier ist ein weiteres Bauteil drin, was noch sehr wichtig ist. Es wird mechanisch komplett unterschiedlich gelöst und ist auch stark patentiert. Also jeder Hersteller hat da so sein Ding. Die einen drehen, die anderen kippen, die anderen schieben irgendwas. Also da gibt es die abgefahrensten Varianten. Genau, das war jetzt die klassische Variante, jetzt so ein bisschen die clevere Variante. Kommt die noch oder ist die? Ja, das ist der Sieger, genau. Ja, also, gut. Ja. Was wir hier machen, ist, wir verwenden, also nicht wir, sondern der Sieger verwendet einen klassischen Projektor, also wie es in einem Beamer auch Projektoren gibt und nimmt da einfach sozusagen den UV-Filter raus, beziehungsweise stellt die Lampe, die LED, auf eine UV-Wellenlänge ein. Der Unterschied natürlich zu allen anderen Verfahren, was wir vorgestellt haben, also entweder das klassische SLA oder das FDM, hier habe ich keinen Pfad, den ich abfahre, sondern hier habe ich Schwarz-Weiß-Bilder, die projiziere ich in das Harz rein. Dort belichtet es mir alles, was auf meinem Schwarz-Weiß-Bild weiß ist und alles, was schwarz ist, wird nicht belichtet. Dadurch erzeuge ich die komplette Schicht auf einmal. Das wäre natürlich genial, wenn man das beim FDM machen könnte, dann hätte man keine Werkzeuge, Pfadabhängigkeit funktioniert nicht. Funktioniert aber hier, weil ich ein Harz habe, das überall da aushärtet, wo ich das Licht hinschieße. Das Verfahren, das er sich jetzt hier hat, dieser Schieber, von dem Florian erzählt hat, also erstens wird das Objekt aus dem Bauvolumen rausgezogen und dieser Schieber schiebt unten so eine kleine Teflonschicht hin und her. Und dadurch ist eine sehr kraftarme Ablösung des Drucks von der Schicht, auf der er belichtet wird, sozusagen möglich. Und dadurch kann ich, deswegen habe ich diesen kleinen Marker hier rumgegeben und hier daneben gesetzt, deswegen kann ich so einen riesigen Fettklops da auf diese kleinen Stützen draufsetzen. Und der wird kopfüber praktisch gedruckt. Also wenn man das Bild umdreht. Der hängt dann hier umgekehrt dran und wird langsam rausgezogen. Was Sie zuerst drucken, sind diese kleinen filigranen Strukturen da unten und dann setzt er da die komplette Platte des Markers drauf. Und er braucht keine anderen Stützen, um das so zu drucken. Damit haben viele andere Anbieter eben Probleme, aber das ist der Vorteil hier, dass ich eben sehr, sehr kräftearm. Das sieht dann manchmal so ein bisschen je nach Modell aus wie so eine Alien-Geburt. Also man sieht wirklich aus einer bläulich leuchtenden Flüssigkeit so einen Gegenstand raus. Also hat schon was Magisches wieder. Wie gesagt, ein bisschen muss man aufpassen, ist eher ein Profi-Verfahren. Wie gesagt, es wird sicher auch kommen, dass es in den Home-Consumer-Bereich reingeht, dann mit der richtigen Anleitung, mit den richtigen Materialien, dann ist es auch eine saubere Sache. Nochmal kurz dieser Punkt, also das Slicing wird dadurch unglaublich einfach. Es geht ja nur um Schwarz-Weiß-Bilder. Also der muss im Grunde genommen nur das Modell zerschichten und einfach gucken, was ist Modell, was ist nicht. Das, was Modell ist, wird weiß angezeigt. Das, was kein Modell ist, ist schwarz. Das heißt, alles, was dieser Drucker macht, ist, er gibt auf einen Beamer Schwarz-Weiß-Bilder aus und zieht eine Z-Achse kontrolliert aus der Flüssigkeit raus. Also das Verfahren wieder eigentlich sehr simpel. Es kommt dann wieder auf die Parameter ein. Wie lang belichte ich denn? Wie schnell bewegt sich dieser Schieber? Wie lang belichte ich, auf welcher Wellenlänge, wie ist das Material formuliert? Also wieder das Zusammenspiel aller Details führt dann zum Druckerfolg. Ja, genau. Also das Ganze gibt es in zwei Varianten, ist nicht so interessant. Einmal in klein und einmal in groß. Das ist ganz grundlegend so ein Problem beim SLA-Verfahren, dass man in die Größe eher schwer reinkommt. Also das heißt, da einfach diese Haftungsprozesse, dieses Abziehen, da tut man sich tatsächlich schwer, das groß zu machen, ist dann auch wieder ein Materialproblem, die haben wohl Schrumpfungsfaktoren auch, das heißt, es zieht sich so sehr zusammen, dass es sich dann wieder biegt, das ist auch wieder eine Sache für Materialexperten, dass man da einfach bessere Materialien bringt. Da geht es auch darum, dass wenn man das ablöst, je größer meine Oberfläche, umso mehr Kräfte ziehen ja daran, also es ist genauso wie wenn ich irgendwas aus Wasser rausziehe und dementsprechend reißt es dann oft ab und das ist eben bei der Technologie nicht so. Das Interessante vielleicht daran ist, die benutzen mehr oder weniger den gleichen Projektor, die beiden. Aber die Fokusebene ist anders eingestellt. Dadurch kann ich einmal die Auflösung erhöhen und dadurch meinen Bauraum schrumpfen oder den Bauraum erhöhen
und die Auflösung ein bisschen schrumpfen. Genau, also wenn sich das jemand selber bauen will, da gibt es kursieren schon Anleitungen, viele. Und wie gesagt, über diese Initiative jetzt von Autodesk wird es da demnächst, denke ich, einen sehr professionellen Plan zu geben, wie man sich sowas selber bauen kann. Man geht tatsächlich in einen großen Elektronikladen, kauft sich einen DLP-Beamer, nimmt da eine Linse raus, dann kommt das UV-Licht durch und dann ist es eigentlich nur noch Ihre Entscheidung, wie Sie das Gerät aufbauen mit irgendwelchen Aluminiumprofilen. Und dann kommt nur der Abstand sozusagen darauf an, wie weit Sie das vom Druckbett entfernen und wie Sie den Fokus einstellen, wie groß Sie dann drucken und wie genau. Also wie gesagt, es gibt immer diesen Kompromiss, entweder klein und sehr genau. Es gibt sogar Leute, die dann eine Linse reinmachen, dass es sogar noch kleiner wieder wird. Oder halt sehr groß und dafür ein bisschen ungenauer in XY-Richtung. Genau, also wenn man das relativ klein macht, also den Fokus sehr scharf nimmt, dann kann man hier auch Details erzeugen, die kleiner sind als die Rillen an Ihrem Finger. Das ist Wahnsinn. Man sieht es jetzt gar nicht so. Also hier liegt eine Fingerkuppe drin, man sieht die einzelnen Fingerabdruckslinien, sage ich mal, und hier diese Strukturen vom Eiffelturm sind noch kleiner. Also gucken Sie es gerne an, wir haben ein paar Drucke dabei, alles sehr filigranes Zeug. Die Frage ist, wofür? Die Frage, wofür braucht man es? Da kommen eben wieder die Materialien mit ins Spiel und als Beispiel, es hat wirklich seriöse, wir produzieren hier kein Spielzeug, sondern es gibt seriöse Anwendungen dafür. Zum Beispiel Dentalmodelle, um dann Kronen daran nachzumodellieren auf Scan-Basis. Inlays etc., alles, was man für den Dentalbereich braucht. Dann gibt es ein Material, das man ausbrennen kann, was ziemlich interessant ist für Juweliere oder für andere Leute, die irgendwas von Plastik in Metall überführen wollen oder die eine Form in Metall überführen wollen. Man bettet dieses Material ein, kriegt eine Anleitung, wie man es ausbrennt und gießt das Ganze dann praktisch mit Metall nach. Das ist ein uraltes Verfahren, ich denke, viele von Ihnen kennen es, also wirklich so ein Gussverfahren. Man hat halt den Grünling, brennt den dann aus und kippt dann rein, was man will. Das kann Aluminium sein, das kann Gold sein, Silber. Also das ist auch genau die Art und Weise, wie die ganzen Dienstleister Ihnen die Drucke darbieten können. Die drucken das dann auf solchen Druckern in einem wachsähnlichen Format aus, brennen das aus, kippen es rein. Also wenn Sie jetzt so einen 3D-Druckdienstleister im Internet sehen, dann denkt man manchmal, das ist alles Hightech und alles wird direkt in Gold gedruckt oder wie auch immer. Das ist einfach nicht der Fall. Da ist ziemlich viel Handarbeit noch hinten dran. Da steht dann wirklich jemand da, der baut so kleine Bäumchen, dann hängt an einem Baum 20 so Ringe dran. Das wird dann wiederum mit Gips umgossen, dann ausgebrannt und dann nachgegossen. Dann werden die von den Bäumchen abgeschnitten. Dann hat man so ein Bäumchen mit ganz vielen Kundenaufträgen dran. Die werden abgeschnitten, nachpoliert, verpackt und zu Ihnen geschickt. Also es ist doch noch ein recht manuelles Verfahren. Die lassen sich dann natürlich auch nicht so in die Karten gucken, aber es gibt meines Wissens nach im Moment keinen Drucker, der in der Präzision zu einem angemessenen Preis wirklich Metalle drucken könnte, die man so für den Schmuckbedarf dann auch nutzen könnte. Also unser großes Ding, oder wo wir gestern drüber gesprochen haben, als wir nochmal ein bisschen an den Slides gearbeitet haben, war so, wann kommt eigentlich so ein Material, so ein ausbrennbares Material für den FDM-Bereich? Ich meine, das wäre ja auch cool. Da gibt es schon erste Ansätze. Aber wir warten tatsächlich noch drauf, dass jemand kommt mit dem Material, was man erstmal mit einem FDM-Drucker drucken kann und dann bei relativ geringen Temperaturen auch wieder ausschmelzen kann. Das wird ja auch eine ganz neue Klasse an Möglichkeiten bieten. Es gab da erste Tests vom FabLab in Erlangen, glaube ich. Die haben einfach einen PLA-Druck genommen, haben das mit Sand umhüllt und haben tatsächlich einfach auf diesen PLA-Guss obendrauf heißes, also flüssiges Aluminium draufgekippt. Und das hat das PLA so schnell weggebrannt, dass das Teil ganz gut rauskam. Wir gehen davon aus, dass es bessere Materialien gibt, irgendwie vielleicht Polystyrol. Da werden auch so Formsachen mitgemacht, die noch schneller wegbrennen, noch rückstandsloser ausbrennen und dann wirklich ein sauberes Gussteil auch ermöglichen. Am Ende macht es schon jemand und redet bloß nicht drüber. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar. Im Prinzip, wofür braucht man den Detailgrad noch? Gerade dann, wenn es darum geht, dass irgendwas wirklich passend ist, also wo man individuell angepasste Prothesen hier für Hörgeräte oder für alles andere, was eben passgenau sein muss, weil und immer unterschiedlich, also gerade bei biologischen Sachen oder bei medizinischen Sachen ist genau hier, kann ich mit dem FDM-Drucker nicht arbeiten, da ist genau so ein Drucker das Beste, was man da nehmen kann. Natürlich muss das Material mitspielen, es muss natürlich verträglich sein, dass ich so ein Ding mehrere Jahre da an meinem Ohr trage. Und genau da kommen wir so ein bisschen mit ins Spiel. Wir kooperieren da wieder mit einem sehr guten Materialhersteller, um biokompatible Materialien für den kleinen Drucker herzustellen. Und das sieht auch ziemlich gut aus. Und ich denke, dass wir dann auch hier demnächst was haben. Genau. Also es ist wieder so Materialschlacht im anderen Sinne. Es geht immer um Materialien, Software, Materialien. Die Maschinen funktionieren, wie gesagt, auch hier wieder über Partner realisiert. Kommen wir mal langsam zum Ende, glaube ich, dass Sie einfach auch noch Zeit haben, ein paar Fragen zu stellen.
ganz kurzer Ausflug übers Buch. Also ich habe letztes Jahr für den Hansa Verlag ein Buch geschrieben. Wenn jetzt unter Ihnen Leute sind, die sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich brauche aber einfach einen geschmeidigen Einstieg von den Grundlagen, wie ist das Ganze entstanden, über wie komme ich an die 3D-Modelle, wie modelliere ich selbst, wie mache ich 3D-Scanning, einfach, dass man da mal ein paar Namen gehört hat, ein paar Praxis-Workshops selber nachvollzogen hat. Das fängt wirklich so einfach an, man nimmt sein Smartphone, macht ein paar Fotos von der Person, läuft da einmal außen rum und kriegt sein 3D-Modell generiert. Das ist alles möglich, total einfach. Wenn Sie da einen Einstieg brauchen, wäre das Buch vielleicht für Sie interessant. Die Drucktechniken werden erklärt, es geht um Ihren eigenen Drucker, nach welchen Kriterien gehen Sie vielleicht zu Reichelt, Mediamarkt, sonst wohin und wählen iGo3D hier auch einen Aussteller mit eines der besten sortiertesten Geschäfte in Deutschland. Botspot ist vorne auch noch, die verkaufen auch viele, MakerBot, Hafner in Stuttgart. Also es gibt hier viele Player. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie sich dann? Das wird hier über fast 100 Seiten ausgebreitet, auch diese ganzen Slicing-Parameter, wie können Sie Ihren Druck feintunen? Also das ganze Wissen unserer letzten 3 Jahre haben wir da einfach einmal reingepackt. War eine harte Zeit, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Am Ende noch ein Kapitel voll mit Praxisbeispielen, wo Sie nochmal wirklich gucken können. Also vom Last-Minute-Geschenk über irgendwelche, wie scanne ich meinen Hund sozusagen und druck den nochmal aus. Also da gibt es verschiedene Beispiele. Hier ein bisschen mein Multicopter-Projekt angesprochen, also 3D-gedruckte Drohnen, was man da machen kann, wie man da vorwärts kommt. Das Buch haben wir ein paar Mal dabei auch, können Sie am Stand kaufen. Also wenn Sie möchten, gehen Sie einfach rüber zu unseren Kollegen und greifen Sie zu, beziehungsweise da liegen auch Exemplare aus, wo Sie mal reinblättern können. Irgendwo im zweiten Kapitel ist eine lange Tabelle mit diesen ganzen Software-Sachen. Wie gesagt, wenn Sie da irgendwas brauchen, machen Sie ein Foto von und werden Sie glücklich damit. Machen wir weiter. Genau. Also im Namen von uns beiden, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie so zahlreich hier die Halle füllen.